Prozent. Unser neues Thema heute, das ich euch erklären werde. Naja, woher kommt Prozent? Da muss man ein bisschen in Duden reinschauen oder ins Fremdwörterlexikon. Prozent kommt aus dem Italienischen oder Lateinischen. Aus dem Italienischen heißt es per cento und das heißt übersetzt von 100 oder Hundertstel. Moment, will da der geübte Mathematiker sagen. Hundertstel kenne ich. Das hat doch was mit Brüchen zu tun. Tatsächlich, so ist es. Und ich werde euch jetzt erklären, was 28% mit Hundertstel zu tun hat. Die meisten sind wahrscheinlich eh schon drauf gekommen. Man muss einfach dieses Prozent hier durch Hundertstel ersetzen. Und Hundertstel heißt, es wird ein Nenner draus. Also kann ich schreiben, 28% sind 28 pro 100 von 100. Und das sind 28 Hundertstel. Das Ganze kann man jetzt natürlich so darstellen. Ja? Das sind 100 Teilchen. Ich habe 28 blau markiert. Also habe ich hier das, was blau markiert ist, als 28 Hundertstel beziehungsweise 28%. Denn was in die eine Richtung geht, geht natürlich auch in die andere Richtung. Moment, sagt der schlaue Mathematiker, 28 Hundertstel, das sagt mir doch was. Da kann ich doch direkt eine Kommazahl draus machen. Mache ich zwei Stellen nach dem Komma, 0,28. Denn wie wir wissen, wenn eine Zehnerzahl im Nenner steht, dann muss ich einfach die Anzahl der Nullen zählen und da ein Komma setzen. Also hier zwei Stellen, die hinterm Komma sein müssen, muss die Zahl 0,28 heißen. Gehen wir zu dieser Aufgabe, 6 Zehntel, da steht gar nichts mit Prozent. Jetzt wollen wir rauskriegen, was ist das denn in Prozent? Jetzt steht hier oben Hundertstel, aber wir haben ein großes Problem. Das sind keine Hundertstel, das sind Zehntel. Doch wir wissen von der letzten Stunde oder weil wir gute Mathematiker sind, wir können doch Zehntel ganz einfach auf Hundertstel bringen. Wir müssen nur erweitern mit 10. Dran denken, das, was ich unten mache, muss ich auch oben machen. 6 Zehntel können also so dargestellt werden als Bruch. Gleichzeitig ist es aber nichts anderes als 60 Hundertstel, nämlich mit 10 erweitert. Warum erweitere ich auf 100? Weil ich in Prozent umrechnen will. Und Prozent per cento heißt pro 100 oder Hundertstel. Jetzt habe ich 60 Hundertstel stehen. Ganz einfach, das müssen 60% sein. Also, wenn ich einen Bruch habe, erweitere ich ihn auf 100 und dann kann ich ihn in Prozent umwandeln. Ja, Prozent ist nichts anderes als eine andere Darstellung eines Bruches. Das sieht man ja auch hier ganz schön. Prozent kann ich schreiben als Bruch und als Dezimalzahl. 8/25, das ist keine Zehnerzahl, die kann ich eigentlich, ja doch, kann ich schon auf 100 erweitern, aber eben nicht mit 10, sondern um hier zu erweitern, muss ich mit 4 erweitern. Dargestellt kann das Ganze so werden, 8/25, also 25 Teilchen und davon schaue ich 8 an, erweitere ich auf Hundertstel, das geht mit 4. Damit muss ich auch oben den Zähler mit 4 erweitern und ich erhalte 32 Hundertstel und das gibt, ganz schwierig, 32%. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Prozent nichts anderes ist als ein Bruch mit Hundertstel. Das heißt, wenn ich etwas in ein Prozent oder in Prozentschreibweise umwandeln möchte, muss ich zuerst mal das Ganze in einen Bruch bringen und auf 100 erweitern, Hundertstel erweitern. Oder andersrum, wenn 32% dran stehen, kann ich sofort schreiben, das ist das gleiche wie 32 Hundertstel. Und weil man 32 Hundertstel natürlich auch als Kommazahl schreiben kann, ist es recht leicht. Prozent, Komma und Bruch. Immer drei gehören zusammen. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!